Solar 2010. Welcome to our Conergy stand here in Hall A5 in Munich, Germany. We've got two new competitors, and I would like to welcome them. First of all, please hand over your starting number. There we go. My name is Ben. In Germany, in the north of Germany, we say Moin Moin, herzlich willkommen. You speak German. Wunderbar, dann kann ich ja, dann bleibe ich erstmal beim Deutschen. Macht es euch bitte gemütlich, setzt euch hin. Wir heißen euch herzlich willkommen. Ich muss einmal nachfragen, wer ist Riad? Jawohl, lieber Riad, ich darf einmal deine Startnummer, ich sag du, ne? Also wir sind ja hier bei so einer sportlichen Nummer sozusagen, alle in einem riesengroßen Conergy-Wohnzimmer und wir machen das alles ganz gemütlich. Das Einzige, was hier nicht so ganz gemütlich ist, das ist gleich die Leistung, die diese beiden Kandidaten bringen müssen, meine Damen und Herren. Denn Riad hier zu meiner Linken, der sieht sehr, sehr sportlich aus, da sind wir uns einig, ne? Aber Riad wird gleich eine neue Gesichtsfarbe bekommen. Denn Riad, wenn man sich den mal so anschaut, der sieht jetzt so, das ist ein zartes Schweinchen rosa, ne? Aber gleich wird Riad in ein absolutes, knackiges Kirschrot verwandelt werden. Und das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Wenn Sie hier vorne stehen, können Sie das am allerbesten sehen. Ne? Also insofern, Riad, gleich mal eine ordentliche Leistung abrufen und Vollgas geben. Warum sind wir denn eigentlich hier? Also, lieber Ramil, wir sind hier, um zu gewinnen. Wir sind hier, um diesen tollen Fernseher Made in Germany von Löwe mit nach Hause zu nehmen. Und dieser Fernseher hat tatsächlich, meine Damen und Herren, einen Wert von 2.300 Euro. Den solltet ihr euch erstrampeln. Wie das Ganze funktioniert? Wir müssen einfach nur Florian schlagen da oben. Florian ist hier bei unserem Ranking auf dem ersten Platz mit der Startnummer 9080 und hat eine Wahnsinnszeit von 24 Sekunden und 52 Hundertstel absolviert. Das ist eine tolle Zeit, da sind wir uns einig. Ne? Die gilt es zu schlagen, Männer. Konzentriert euch. Und wie machen wir das? Wir begeben uns auf eine Reise. Wir schauen uns einmal die Karte an. Die Karte ist im Prinzip ganz einfach. Wir sehen hier München, ihr müsst schon zuhören. Ne? Ansonsten versteht ihr das Spiel nicht. Ist nämlich ganz einfach. Wir sehen München unten, müssen uns einmal durch Deutschland hocharbeiten und kommen sozusagen irgendwann in Hamburg an. Die Idee ist es, an unseren Conergy-Standorten in Deutschland alle, sage ich mal, Systeme einzuladen, um dann am Ende in Hamburg ein fertiges Photovoltaik-System abzuliefern. Das bedeutet im Prinzip für euch, ihr strampelt einfach ordentlich und am Ende des Tages gewinnt ihr hoffentlich. Ja? Was wichtig ist, das erkläre ich nochmal kurz, ihr müsst eine konstante Leistung bringen. Also es macht wirklich keinen Sinn, sofort Vollgas zu geben, dann einzubrechen und dann zum Schluss langsam zu werden. Also am besten einmal schön oben ankommen, die Leistung konstant halten und dann am Ende vielleicht noch einen kleinen Endspurt hinlegen. Okay? Haben wir allesamt verstanden? Meine Damen und Herren, fühlen Sie sich herausgefordert. Sie dürfen gerne mitmachen. Kommen Sie hier vorne diese reizenden Damen besuchen, tragen Sie sich einmal ein und machen Sie mit und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück ein schönes Conergy, ja, ich sag mal, Goodie-Gewinn-Package. Und das besteht nicht nur aus einem Fußball und einem WM-Planer. Da könnte für Sie sogar an diesem heutigen Tag ein brandneuer Löwe-Fernseher Made in Germany drin sein. Und der kostet, beziehungsweise der hat einen Wert von 2.300 Euro. Meine Kandidaten sind bereit und vielleicht auch schon ein bisschen aufgeregt. Und wir machen das jetzt ganz sportlich. Wir schauen einmal oben auf unsere Formel-1-Lichter. Dazu sei gesagt, beim roten Licht solltet ihr möglichst noch nichts machen. Ne? Beim gelben Licht dann ein bisschen Gas geben, schon mal in Richtung gedanklicher Vorbereitung. Und beim grünen Licht, da starten wir dann voll und ganz durch. So, ladies and gentlemen, we would like to welcome you to the Intersolar 2010, especially also our international guests. We've got a few guests here that do not understand the German language, so I will explain a few words in German. These two guys here want to win this brand new TV made in Germany. It's worth 2,300 euros, and all they have to do is they have to beat our top competitor. He's called Florian, and he has actually managed a time of 23 seconds, nearly 24 seconds. So, guys, we have understood. Wir machen uns bereit, und ich sage, meine Damen und Herren, wir starten durch in unserem 15. Rennen und konzentrieren uns, und ich sage, Lampen los! Hier kommt die rote Lampe, hier kommt die gelbe Lampe und auf geht's, hier ist die grüne Lampe. Und wir sehen zu meiner Linken, beziehungsweise zu meiner jetzigen Rechten, den Riad mit der Startnummer 9099. Und hier drüben haben wir ein paar motorische Probleme, aber gar kein Problem. Weiter strampeln, weiter strampeln, weiter strampeln.
Zeit von 31,40. Das reicht für Platz 11 und Platz 15. Schon mal gar nicht verkehrt, nicht ganz die Top 10, aber wir sehen auch hier, gibt es ein tolles Konergy WM-Package. Vielen lieben Dank, lieber Riad, fürs Mitmachen. Dankeschön, Ramil. Viel Spaß auf der Intersolar 2010. Und Sie, meine Damen und Herren, dürfen sich jetzt anmelden, denn